So, da haben wir die Dächer. Da kommt noch die Wand hin. Und hier hatten wir auch noch Dächer. So. 7. Huch, falsch gebaut. Aber ist nicht schlimm. Oder so schlimm. Heben wir sie nochmal fix auf. So. Gebäude zu, passt. Easy. Das kommt da rein. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Auch. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stein. Die hier kann ich schon mal alle aufteilen. Die müssen kaputt gehen. Die brauchen wir gleich für verdorbenes Fleisch. Und dann muss ich jetzt einen Stößel herstellen. Stößel braucht das Stein und Leder. Das ist kein Problem. Stein finden wir. Kein Leder mehr. Okay, dann muss ich mir jetzt Leder besorgen. Uiuiui. Und da sind einfach die Raptoren. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Jawohl, einen haben wir. Der ist Level 120. Boah, an dem brauche ich ja Ewigkeiten. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Du musst jetzt sterben. Bin betäubt, nein! Komm schon, der macht mir mein Gebäude hier wieder kaputt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Wir haben es geschafft. Schwein. Oh nein, und da ist noch einer. Oh nein, und noch einer. Level 76. Ja, sehr cool. Verrecke. Stirb.
Glaubt ihr es? Da komme ich hier gerade an. Nein! Leben am Limit, direkt in der ersten Folge. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Haben sie mir direkt alles kaputt gemacht hier wieder. Jawohl. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Leder. Der Raptor alles dabei. Oh, geil. So, meine Gesundheit nimmt wieder zu. Das war schon mal gut. So, wir haben ja alle platt gemacht. Puh, was ein Krampf direkt am Anfang. Wahnsinn. Sagt er, Leben am Limit. Oh, eine Bola haben wir schon mal. Das ist auch schick. So, dann können wir erstmal alles wieder zurückpacken. Alles aufteilen, haben wir auch nochmal 40. Sehr schön. So, eine Bowl. Dings können wir hinstellen. So. Da kommt auf jeden Fall. Die Bären kommen da rein. Die kommen schon mal da rein. Die können auch raus. Zack, zack. Muss schon mal 19 Narkosemittel herstellen. Jetzt muss ich ja ein bisschen neu bauen. Die haben ja alles kaputt gemacht. Aber jetzt bin ich jetzt zumindest erstmal kurz los. Hoffentlich. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es am Anfang leicht ist. Also war ja nie die Rede davon. Narkobären, ne? Können wir auch gebrauchen direkt. Schön viele Narkobären. Immer her damit. Ich glaube, ich werde als erstes einen Triceratops zähmen. Bevor wir einen Pneradon uns holen. Einfach nur, damit ich mich hier auf dem Boden eben verteidigen kann. Besser. So. Haben wir nochmal ein paar Level draufgekriegt. Schon mal Level 17, das ist auch gut. Jetzt können wir herstellen. Eine Wand, zwei Wände und ein Fundament. Okay. Soll ich gleich Holz? Ja, nee. So. Und Wände, zwei Stück.
Reparieren. Reparieren. Nee, nicht aufheben. Reparieren. Reparieren. Erstmal alle Wände reparieren. Der Boden ist erstmal nicht so schlimm. Aber die Wände gehen super schnell kaputt. Boah, alles, alles angeschlagen hier. Wahnsinn. Fehlendes Material. Stroh haben wir nicht mehr. Aber jetzt haben wir fast alles repariert. Das passt. Das passt. So, nochmal Narkobären nachgelegt. Nochmal 9 Stück. Top. So, dann können wir noch mal Stroh besorgen. Dann können wir eigentlich schon an der Produktion der Steinpfeile hingehen. Dass wir gleich genügend Steinpfeile, also genügend Pfeile haben. Das heißt, wir brauchen auch Feuersteine. Oder war mir doch so. Was brauche ich für Steine? Ja. So. Dann noch ein bisschen Stroh. Mal Feuersteine abbauen und dann kann man noch mal eine ganze Lotte Steine herstellen oder Steinpfeile herstellen. So, 69 haben wir schon. Noch mal 70 drauf, das passt.
Oh, können wir noch mal ein bisschen was lernen hier? Holzfloß, Schrank. Raptorsattel. Wie viele Punkte haben wir noch? Nur noch 11. Nehmen wir schon mal den Räucherschrank. Wir bauen den zwar jetzt noch nicht, aber dann haben wir ihn zumindest schon mal. Wir gucken jetzt, dass wir auf jeden Fall die ein paar Bolas machen. Und dann können wir eigentlich auch schon mal Richtung Triceratops zähmen hingehen. Die können wir mit rübernehmen. So. Das können wir mal einlagern. Und kann ich nicht nochmal einen Stroh brauche ich? Was brauche ich noch? Ach, einen Schrank. Reicht doch auch. Fasern. So. Bauen wir mal einen Schrank. Das ist doch viel praktischer. So, und alles Rinder erstmal. Die brauche ich. Zack, zack. 28. Ah, die kann ich leider noch nicht. Da müssen wir jetzt leider drauf verzichten. Was wir jetzt noch basteln können, ist... Moment, die ganzen Handwerksmaterialien nehme ich jetzt raus. So. Die kommen alle in den Schrank. Aber wir bauen nämlich erstmal noch ein Feuer. Müssen wir auch anfangen, mal Essen zu machen. Das kann raus. Das können wir gebrauchen. So. Die Bären kommen jetzt einfach mal damit rein. Zack. Das bauen wir. Stein brauchen wir auch nicht. Die Pfeile brauchen wir jetzt gerade auch erstmal nicht. So, zack. Feuer entzünden. Den Rest können wir aufteilen. Easy. Dann schauen wir, dass wir jetzt noch ein bisschen... Ah ja, passend. Leder und Fleisch kriegen. Welches Level hat der? 100. Schade. Das ist ein bisschen sehr hoch. Was fehlt uns denn? Wir sind jetzt Level 19. Wann kommen denn... Ah, mit 21 kamen die Pfeile. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt haufenweise Missionen noch. Alle Missionen. Kurz erschrocken, ne? Okay, Bulldog Fetch. Track down a pack of Bulldogs in heat to attempt their pheromones into kills for your tames. Okay, this mission does not take place in the Genesis Simulator. Auftrag vorhanden. No tames allowed. Ja, da müssen wir mal schauen. Also die Mission, das lasse ich jetzt nochmal noch eben. Das machen wir, sobald wir uns eine Base rausgesucht haben. Das macht mehr Sinn. Definitiv.
Jetzt schauen wir nochmal, dass ich ein paar Bolas mache. Dafür brauche ich Leder, Fasern, Stein und Stroh. Stein, Leder, Fasern. 3 Stück. Hab ich keinen Strom mehr? Ich hab nie Stroh. Was ist hier los? Nie habe ich Stroh. Ich muss ja eh noch Level aufsteigen. Was hat hier schon? Da haben wir schon einen Triceratops. Welches Level hat der hier eigentlich? Level 44. Könnte man sich überlegen, ne? Bolas haben wir schon mal gut was. Haben wir gekriegt. So. Danach die Werkbank noch. Roden war hier halt jetzt noch ein bisschen. So, noch ein paar Narkobären sammeln. Wir haben ja keine mehr. Noch ein bisschen Narkose machen. Ja, 19. Bis mir der Finger weh tut. So lange tun wir Narkobären sammeln. Okay, wir hören auf. Also, es wäre schon cool, wenn wir einen hochrangigen Triceratops kriegen. Das wäre schon ziemlich nice. Ich bin echt gespannt, was es hier sonst noch so an Dinosaurier jetzt gibt, die neu sind. Mega Hype drauf. Ihr könnt mir ja auf jeden Fall mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünschen würdet, was wir hier auf jeden Fall im Tutorial, was wir hier im Let's Play auf jeden Fall zeigen sollen. Oder was ihr unbedingt sehen möchtet. Das könnt ihr alles mal in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Eure Meinungen. Oder was ich vielleicht anders machen sollte. Aber nicht spoilern, das ist ganz wichtig. Also spoilern geht gar nicht.
So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen was an Materialien gesammelt. Tipptopp. Ich bin kurz vorm Level ab. Dann würde ich sagen, nutzen wir das und sammeln einfach noch ein bisschen Narkobären. Dass wir noch ein paar mehr zusammenkriegen. So, da haben wir das Level. Dann können wir jetzt. Da. Können wir jetzt die Pfeile lernen. Und die Werkbank. Danach die Schmelze. Ich sammle jetzt nochmal eine Tour Narkobären. Und dann sollte es das auch erstmal gewesen sein. Falls die Frage aufkommt, was ich für Stats habe, hier auf der im Singleplay-Modus, ich habe lediglich den Abbau ein bisschen verändert, aber nur minimal. Die Tame-Zeit ist minimal angepasst. Und was haben wir noch? Das müsste es eigentlich fast gewesen sein. Also, achso, und Essen und Trinkgeschwindigkeit wurden ein bisschen angepasst und Tag- und Nachtzyklus. Na, also es ist nicht ganz so schnell dunkel die ganze Zeit, weil ich mag das einfach persönlich jetzt nicht so. Vor allen Dingen nicht in einem Let's Play, wenn ich was zeigen möchte. So. Komm. Machen wir jetzt noch das Level voll, dann haben wir es. Dann habe ich auch den Schmelzofen. Der Triceratops da hinten, der kommt immer näher, ne? Also, ich glaube, der will, dass wir ihn fangen, also. Zumindest kommt das so rüber. Wir machen ein bisschen Platz, brauchen wir nicht mehr.